bin seit 18 Jahren hier in der Frut oben als Gastfischer, also Saisonfischer, Sommer. Das ist ein kanadischer Seesaibling. Der war 94 cm lang, also ein neuer Flutrekord. Also die Chancen sind absolut da, dass man im Winter so grossen Fisch fährt. Er ist eigentlich wirklich nicht so der Eisfischer und hat sich jetzt eigentlich auf das Eis rausgewagt mit mir zusammen. Es war wunderbar, als der Fisch natürlich an den Angeln gesehen hat. Es ist natürlich, man ist gerade wieder ins Fieber gekommen. Wir hätten nicht gewusst, wie gross ist er. Weil der zieht man zu einem Loch hoch. Das war auch ein kanadischer Seesäibling. Der war 55 cm, gewichtsmässig etwa 2,5 kg. Also ein relativ schönes Exemplar. Im Winter ist halt einfach da, wo man das Eisloch bohrt. Dort kann man fischen und einen Meter nebenan geht halt nicht. Ja, das war sehr interessant, als ich das erste Mal neu gemacht habe. Er hat mir gute Tipps gegeben, hat das sensationell gemacht. Also, es wird sich wahrscheinlich schon in die Richtung zeigen, dass ich das wieder eins wieder mache. Vielleicht sogar das Jahr. Wenn man einem Gast etwas so vermitteln kann, den ja, er vorher gar nicht kennt hat und jetzt für das kann Begeisterung empfinden kann, ist natürlich das etwas vom Schönsten, was man erleben kann. Das ist so.